Einige nutzen die Vorweihnachtszeit ja, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Am Ernst-Waldau-Theater dagegen ist Hochsaison, richtig Stress. Die Musical Company hat dort bis zu 5 Vorstellungen am Tag von Aladdin, dem Familienmusical. Sarah Manzo über den absoluten Musical-Marathon. Noch ist der Saal leer, doch die Vorstellung ist ausverkauft. Mal wieder. 500 Schulkinder warten im Waldau-Theater auf Weihnachten, auf das Musical Aladdin und auf Sarah Dehn. Auf der Bühne feiert der Flaschengeist seine Freiheit, danach ist sie dran. Sarah Dehn spielt die Prinzessin schon zum 2. Mal an diesem Tag und nicht zum letzten Mal. 3 weitere Vorstellungen werden folgen. Sarah Dehn und das Ensemble singen und tanzen an diesem Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. 5 Vorstellungen, 5-mal Aladdin und die Wunderlampe. Erinnert mich ein bisschen an meine Schulzeit von damals. Auch immer früh aufstehen, um 8 Uhr im Unterricht sitzen, hat ein bisschen was davon. Die Schulzeit liegt bei ihr nicht lang zurück. Sarah Dehn ist 19 Jahre und, wie fast alle Darsteller, noch Studentin an der Bremer Musical Company. 45 Auftritte im Jahr stehen während der Ausbildung auf dem Pflichtprogramm. Sarah Dehn steht 60 Mal auf der Bühne und das allein im Dezember. Zur Ausbildung gehört eben auch das Learning by Doing Prinzip, das wir eigentlich aus Amerika haben, dass man eben auch eingegliedert wird in Auftritte. Und wir haben dieses Jahr 2 Projekte gemacht. Einmal ein Großmusical und eben jetzt Aladdin als Familienmusical. Und das ist eine freiwillige Sache, die machen können, wenn sie wollen. Oder müssen. Auch in der Pause arbeitet Sarah Dehn weiter freiwillig an ihrer Karriere. Sie gibt Autogrammstunden wie die Großen. Zeit fürs Essen bleibt kaum. Es gibt Salat und Huhn, leicht verdauliche Kost. Ich bin froh, dass ich immer zwischen jeder Show ungefähr 1 Stunde bei einer Pause habe. Und da kann man sich nochmal entspannen, man kann was essen. Es ist also nicht 24 Stunden durch. Das wäre ja noch schöner. Von der Stunde Pause sind nach der 2. Vorstellung nur 20 Minuten geblieben. Reicht kaum, um zu verschnaufen, reicht gerade, um die Schminke aufzufrischen. Die Darsteller spielen das Weihnachtsmärchen für die Karriere, nicht für den Geldbeutel. Gerade einmal rund 20 Euro Taschengeld bekommen Sarah und die anderen 14 pro Vorstellung. Macht 100 Euro für jeden Marathonspieler an diesem Tag. Macht ein volles Haus und volle Kassen für das Waldau-Theater. Anders als bei den Profis gibt es keine Zweitbesetzung. Eigentlich bräuchten auch die Darsteller eine Wunderlampe, denn sie arbeiten ohne Netz und doppelten Boden. Wenn ich krank werden würde und so krank werden würde, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr spielen kann, mich nicht mehr bewegen könnte, dann müssten wir die Vorstellung verschieben auf einen anderen Termin. Und bei der letzten Vorstellung passiert sie dann, die schlimmste aller Pannen, Stromausfall. Gut, haben wir auch noch nicht gehabt. Für euch auch eine neue Situation? Das heißt, toi, 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 nochmal alles gut gegangen. Die schlimmste aller Pannen währt nicht lange. Nach ein paar Minuten geht der Marathon weiter Richtung Endspurt. Und das ist natürlich ein Happy End. Doch ab morgen schon heißt es, alle Tage wieder Aladdin. Ja.